Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr. Wir checken ab seit gestern, jeden Tag einen Song vom Nina Chuba Album aus. Bedeutet, morgen haben wir den nächsten Song und zwar, ich muss kurz nachgucken, die Liste. Wir haben morgen Sakura am Start. Ob das wirklich mit Sakura von Naruto zu tun haben wird, ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Ich freue mich heute auf Mondlicht mit Marjan zusammen. Ich hoffe, Marjan ist richtig ausgesprochen. Ich lese den Namen so oft oder habe ihn schon so oft gelesen, aber ich glaube, noch nie etwas von ihm angehört. Und ich weiß von daher leider auch nicht genau, wie der junge Mann ausgesprochen wird. Ansonsten, Mondlicht, ich freue mich sehr drauf. Wir hören direkt rein. Vom Mondlicht erwarte ich mir viel. Ich hoffe, dass das so ein vibiger Track wird, weil Mondlicht ist für mich immer direkt Deepness, Vibey, Nacht. Man wird nachdenklich irgendwie. Es wird so ein bisschen atmosphärischer vielleicht. Ich bin gespannt. Gib mir Fieber, gib mir Sonnenbrand und Goosebumps. Gib mir Tequila und ich vergess, wie oft wir's versucht haben. Für einen Moment nicht allein, für zwei davon hat's nie gereicht. Ey, ich sag ehrlich, der Einstieg ist sehr, sehr stark. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Für zwei davon hat's nie gereicht. Und mir wird nicht wärmer hier im Mondlicht, in deinen Armen sowieso nicht. Nimm von mir, was du willst, nimm ruhig noch einen Zug, ja. Den Schutt und die Asche, all meine Tränen, die kannst du dazu haben. Die Schulter. Ich find's super, auch wie sie so mit diesen Worten spielt, wie sie zum Beispiel sagt, für einen Moment lang vergesse ich das alles, aber für zwei hat's leider nicht gereicht. Nimm all meine Sachen und meine ganzen Tränen kannst du direkt dazu haben. Ich mag das gerne, wie sie gewisse Sachen ausdrückt. Die Schuld und die Asche, all meine Tränen, die kannst du dazu haben. Die Schuld daran können wir ja teilen. Ich weiß auch das, auch das so. Das ist, boah, ich weiß nicht, solche Sachen liebe ich. Sie redet eben davon, ihm Sachen zu geben, die ihm gehört haben. Hier, nimm das alles und nimm meine Tränen noch, aber die Schuld können wir uns teilen. Die gebe ich nicht dir komplett, die können wir uns teilen so. Ich mag das einfach gerne, wie sie mit diesen Worten so spielt. Genau, dass ich bleib. Und mir wird nicht wärmer hier im Mondlicht. Mondlicht. Boah. Will, dass du mein Trost bist. Dachte, er verschont mich. Doch der Morgen kommt und holt mich. Du und ich im Mondlicht. Das ist das, was ich meinte. So was Weibiges, Atmosphärisches habe ich mir gewünscht. Boah, das finde ich schön, dass wir so lange Zeit einfach nur Beat haben. Dass wir einfach auch diesen Freiraum uns nehmen und auch vor allen Dingen diese Zeit, der Track ist sehr lang, 3 Minuten 40, dass wir einfach diesen Freiraum haben, wo nur der Beat läuft. Weil das bringt Atmosphäre direkt, finde ich. Gib mir alles, was du bist und ich gebe dich auf, ja. Sag mir nochmal, warum wir beide hier sind und woran du glaubst, ja. Da kann es vielleicht sein, dass wir tanzen. Oder drehen wir uns doch nur im Kreis. Denn falls wir beide verdammt sind, dann sind wir wenigstens zwei. Von meinem Fenster ziehen die Wolken. Okay, ich habe mit einer ganz anderen Stimmfarbe gerechnet, weil ich, wie gesagt, noch nie irgendwas von ihm bewusst gehört habe. Ich habe mit einer ganz tiefen Stimme oder mit einer tieferen Stimmfarbe zumindest gerechnet. Interesting. Ich find's nicht schlecht. Ich finde auch cool, wie er zum Beispiel auch wieder aufgreift. Und selbst wenn wir beide verdammt sind, dann sind wir zumindest zu zweit so. Dass er das eben aufgreift, was Nina auch in ihrem Part beschrieben hat. Dann sind wir wenigstens zwei. Von meinem Fenster ziehen die Wolken Richtung West, ja. An den Wänden alte Fotos, die von gestern waren. Ja, mein Viking 0500 wie ein Tesla. Du bist morgen schon vorbei, wenn ich Pech. Ich mag die Musikalität, die er mit reinbringt. So kann es vielleicht sein, dass wir tanzen. Oder drehen wir uns doch nur im Kreis. Auch wieder schönes, simples Wortspiel irgendwie. Kann es sein, dass wir tanzen oder drehen wir uns nur sinnlos im Kreis? So dieses Hin und Her, dieses wir wissen nicht, was es ist. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das zieht sich durch diesen ganzen Song und das ist echt schön umgesetzt, finde ich. Alles sieht gut aus im Mondlicht, Baby, du weißt. Gib mir heute Abend einen Deutsch.
falschen Wagen und mein Baby ans Steuer, ja. Wenn ich heute wandern, dieses Feuer brennt nur einmal. Das fand ich das Einzige, was mich jetzt gestört hat. Gib mir heute Abend einen deutschen Wagen. Weiß ich nicht. Das hat es so ein bisschen rausgerissen. Steuer, ja. Wenn ich heute wandern, dieses Feuer brennt nur einmal. Und was die Leute sagen, hat mir häufig geschadet. Doch mit dir ist alles egal. Sind wir Euphrat und Tigris. Das hört sich sehr gut ich an. Ich hoffe, weißt du eure Dicke. Boah, stark. Das ist wirklich ein Song, nachts nach Hause fahren, das rein und du fühlst es noch mehr mal 100% irgendwie. Stark. Auch hier wieder langes Beat-Outro. Passt zu dem Song sehr gut. Einfach nur ein bisschen Vibe und ein bisschen fühlen. Stark. Sehr, sehr starker Song, finde ich. Also ein, zwei Sachen habe ich so ein bisschen rausgerissen. Der Part, bevor sie zusammen gesungen haben, von Marjan. Ich hoffe, Marjan. Ist irgendwie richtig. Der hat mich ein bisschen rausgezogen, das fand ich nicht mehr so nice, weil der Text war nicht anspruchsvoll genug für einen Nina Chuba-Song, in my opinion. Natürlich hat Nina auch mit Whiteberry Lele auch plumpe Lines irgendwie, aber ich meine jetzt, nicht für diese Art von Nina Chuba-Song war das nicht passend irgendwie, finde ich, was er gesagt hat in seinem Part. Ansonsten, super vibey, ich lieb's, dass der Track sich wirklich diese Zeit genommen hat, dass das kein Spotify-Track ist. Wisst ihr, Spotify-Tracks sind kurz, fangen mit Hook an, mit Hook auf, sind catchy, bam bam. Aber der Song nimmt sich die Zeit, die er braucht, die er haben möchte, um Atmosphäre aufzubauen, um Vibe aufzubauen. Hat in der Mitte einfach den Beat laufen lassen, am Ende den Beat laufen lassen, was super funktioniert hat. Und ich mag eben, das war fast wie so ein Theaterspiel, was so Bälle, die sich hin und her geworfen haben, was sich durch diesen ganzen Song gezogen hat. Diese Anspielungen und diese Vergleiche. Zum Beispiel nochmal zu sagen, sag mal, tanzen wir oder drehen wir uns nur im Kreis? Was eben natürlich das eine wäre, das richtig Gute, so dieses, ey, wir tanzen, diese Liebe, bla. Und dieses andere ist, es hat gar keinen Sinn, wir drehen uns nur im Kreis. Und ich mag das gerne, wie sie damit umgegangen sind, irgendwie. Diese Sachen so hin und her in Relation gestellt haben, fand ich sehr schön. Ja, sehr stabiler Song auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Album super vielseitig. Der nächste Song, den wir haben, genau, ist Sakura. Und da freue ich mich super doll drauf. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Lust, noch hier reinzuhören mit mir zusammen. Und schreibt mir gerne mal eure Top-Tracks des Albums in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, hören wir uns natürlich morgen schon wieder mit dem neuen Song, und zwar Sakura. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehend. Wie immer, und vergesst nicht zu lächeln heute. Ciao.